Hallo Freunde, wir spielen wieder Schnellschach gegen Edrosian bei 1:05. Okay, schauen wir mal. Brett steht, Uhr steht, ah, sehr perfekt heute. Grünfeldindisch, ah, das hatte ich letztens ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Mal gucken, ob wir die Variante wieder kriegen. Oder ob der Gegner abweicht und ein anderer spielt. Ich spiele gerne die Abtauschvariante mit Läufer C4. So der ganz alte Klassiker, mehr oder weniger. Jetzt 6 Läufer E3 ist mehr oder weniger die Ausgangsstellung der Theoriediskussion. Schwarz macht alles, um Druck auf D4 zu machen. Ich mache alles, um den Druck davon abzuwehren. Ja, und jetzt entscheidet sich das, welche Variante Schwarz spielt. Ja, damit C7 gibt. Läufer G4 aufbauten, B6, Läufer D7. Ah, er tauscht, okay. Oftmals versucht Schwarz, diesen Druck noch ein bisschen länger aufrechtzuerhalten. Nichts Schlimmes oder so, aber genau, Läufer D7 ist sehr modern daran. Oftmals früher Läufer G4, um so einen Zug wie F2, F3 zu provozieren, mit der theoretischen Absicht, dass diese Diagonale natürlich, ne, lass uns mal die richtige einzeichnen, diese geschwächt wird. So, auf Springer A5 habe ich immer Läufer D3 Geschichten. Jetzt spiele ich die Dame nach D2, dann kann ich den Turm dahinter stellen. Ich kann mal mit Läufer H6 arbeiten. Ich kann den Turm nach B1 oder nach C1 stellen. Ich bin erstmal flexibel. Und spiele den. Die Grundidee von Schwarz natürlich mit im Endspiel, ja, diese 2:1 hier auszunutzen. Diesen legitimen Ansatz. Ich versuche meinen D-Bauern dann entsprechend auch irgendwann mal in die Waagschale zu werfen. Und wenn ich hier schön zentriert bin, so, Läufer H6. Der Tausch dieser Läufer ist okay für mich, um den Druck auf D4 ein bisschen abzuschwächen und den König ein bisschen anzuweichen. Eine der Ideen ist es, ich muss natürlich erst Turm FD1 oder irgendwas spielen, ja, den D4 stabilisieren. Aber irgendwann möchte ich vielleicht auch mal mit H4 und H5 hier so einen Angriff starten. Ja, wir tauschen den hier ab. Wenn ich den jetzt getauscht habe, also hier mit F2, F4 anzukommen, ist nicht so eine gute Idee, weil der E3 dann eingesperrt ist und Schwarz immer mal mit F7, F5 das hier auch blocken kann. Und dann bleibt der E3 tot. Deswegen muss ich den irgendwie tauschen. Okay, der droht jetzt hier so ein bisschen Druck auf den C1 zu machen. Aber ich nehme jetzt hier erstmal raus. So. Und spiele den Turm nach C1. Auf Springer A5 habe ich dann Läufer D3. Dann habe ich das Feld C4 unter Kontrolle. Der D4 ist gedeckt. Und im Regelfall spielt man dann so mit Dame E3 oder ja, und dann Turm FD1 und irgendwann diesen Bauernvorstoß. Dann gehen ja auch hier diese lange Diagonalen und so auf. Ja, wir gucken mal, ob wir das aufs Brett kriegen.
Der Turmtausch, also ein Turmtausch wäre jetzt überhaupt kein Problem für mich, da ich sowieso nicht zwingend mit F4 spielen will. Nicht unbedingt. Im Gegenteil, Springer A5 hat natürlich den Nachteil, dass der D4 nicht mehr ganz so unter Druck steht. Und wenn die Dame irgendwie hier hinzieht, ja, um B6 anzugreifen oder sonst irgendwas zu machen, oder um jetzt den Turm wieder rauszukriegen. Ja, so. So, jetzt hätte ich die Option, mit Dame C3 vielleicht schon zu spielen, mit der Idee, einen Abzugsschach mit D5, ja, und diesen Bauern in Wallung zu bringen. Könnte diesen Läufer jetzt nach A6 stellen, weil dieses B7, B6 deckt immer diesen Springer, aber macht natürlich hier fürchterlich dieses Feld oder diese die kleine Diagonale, dass er seinen Turm da nicht mehr so gut rüberkriegen kann. Andererseits will ich die Dame auch noch ein bisschen hier lassen, falls ich gleich mal mit H4, H5 komme. So, und mein Plan wäre jetzt Dame F4 zu spielen. D4 ist gedeckt, der Springer kommt nirgendwo hin. Die Idee von Dame F4 ist dann auch mal H4 zu spielen. Ja. Auf Dame B8 wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann will ich die Dame nicht tauschen. Dann muss ich mich entscheiden, will ich E4, E5 spielen, was so ein bisschen den D4 rückständig macht. Das ist eigentlich nicht die Hauptidee. Aber ruhig F6 Schach oder F5 spielen, E mal F, dann gleichen sich E6 und D4 wahrscheinlich aus, aber sein König ist ein bisschen unsicherer, vielleicht kann ich mal mit Springer G3, Springer E4, Springer G5 hier so ein bisschen rumturnen. So. Auf Dame F6 spiele ich Dame C7 mit Doppelangriff. Ja, komm, wir gehen rein. Bin nicht 100% sicher. Manchmal steht die Dame auf E3 auch ganz gut. Und ich bin ja, weil diese Bauern noch nebeneinander stehen, noch nicht auf irgendeinen konkreten Plan fixiert. Ne? Wenn ich einen dieser Bauern mal vorgezogen habe, ganz besonders den E-Bauern, ja, dann wird hier vielleicht mal das Feld D5 schwach, der Bauer D4 rückständig, dann wird es kritisch, dann muss ich ein bisschen auf die dynamischen Faktoren setzen. Andererseits geht dann natürlich auch dieser Läufer vielleicht mal hier und so. Ja. Also hat alles immer Vor- und Nachteile. Deswegen grundsätzlich lieber, wenn es irgendwie geht, den. Das öffnet ja auch eine Diagonale. Und hat in der Praxis immer noch diesen Freibauen als Komponente. Wenn er jetzt Dame B8 spielt, muss ja nicht E5 spielen, ich könnte auch Dame E3 spielen. Dann könnte Turm C8 folgen, dann ziehe ich den Turm weg. Den Turm will ich unbedingt auf dem Brett halten, damit der Turm hinter den Bauern irgendwann steht. Dann Turm, genau, Turm C8, Turm D1, Springer C4, Läufer C4, Turm C4, D5. Also der absolute Klassiker, ja, mit diesem Bauern dann hier irgendwie versuchen vorzurücken. In Verbindung mit, vielleicht mal das ein oder andere Schachdrohen, in Verbindung mit H4, H5.
Das sind so die klassischen Motive. Und da habe ich auf meinem Hauptkanal meine Partie gegen die Josephine Heinemann gespielt. Und das war auch eine sehr, sehr spannende Partie. So, da kommt der Springer zurück. Und damit ist natürlich D4, D5 hier dieses Tempo natürlich hier gegeben. Oh, das ist aber sehr verlockend, muss ich schon sagen. Ja, ich will ja sowieso D5 spielen. Springer B4. Habe ich wieder Läufer C4. Vielleicht Läufer B3, dass hier was droht. Der Tausch E mal D, dann hängt der B4 so ein bisschen in der Luft. Eieiei. Ja. Ohne Einladung kann ich doch nicht ablehnen, oder? Oder andersrum, wer kann dazu schon Nein sagen? Ja, vorwärts, ja? Hilft nichts. Muss auch eine praktische Entscheidung treffen. So, Springer gehen wir da hin. Auch ein bisschen Druck hier drauf, ja, ist auch nicht ganz zu verachten. Dame F6, Dame D2, Dame tausche ich natürlich jetzt erstmal nicht. Ich hole mir das Tempo hier dann. Aber also klar ist ja hier noch gar nichts in dem Sinne. Ja? Allerdings so Züge, die geben immer so ein bisschen Tempo ab. Ja? Warum sollte ich jetzt nicht Springer D4 mit Tempo spielen? Springer D3, Springer F5 mit Schach. Man, der D5 ist natürlich angegriffen, ja, muss ich ein kleines bisschen beachten, keine Frage. Springer D4, Läufer D3. Ne, Läufer D3 geht nicht wegen Läufer D3, Springer D3, Dame. Oh, der Dame D4 geht ja gar nicht dann. Aber ich habe mindestens Springer F5 mit Schach und dann G mal F, Dame D4 und dann ist Dame D3 und dann der zumindest den offenen König. Ja, das sieht okay aus. Springer D5 mache ich mir verhältnismäßig wenig Sorgen. Dann nehme ich auf F5.
Ah, dann ist sein König offen. Ja, mein D-Bauer ist weg. Das ist bedauerlich. Gar keine Frage. Aber sein König ist offen, ja. Kann ich mit Läufer D3 sofort einen Druck machen. Den Turm nachschieben. Sieht schon. Also ich hätte Angst mit Schwarz, aber wahrscheinlich geht das wieder alles. Schauen wir mal. Wenn der Läufer zurückzieht, wohin kann er denn ziehen? Mein. Nehmen wir mal an, der Läufer zieht nach C8 zurück, nur als Beispiel. Habe ich ja sogar noch die Zusatzoption, Springer C6 zu spielen. Mit Angriff auf Springer und Dame und aufwärts schlagen. Mein Freibauer schon wieder einen Schritt weiter in die richtige Richtung gekommen. Ne? Oh je. Na super, jetzt habe ich Online-Verbindungsabbruch. Ich werde bekloppt. Super. Oh, na, da ist er wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja was werden. Okay, ich scheine wieder da zu sein. Welche Alternativen hat er denn jetzt hier? Springer D5, ja. Läufer D3 hatte ich doch gedacht. Was habe ich denn da? Wahrscheinlich gar nichts. Aber. Irgendwas hatte ich doch hier vorgehabt, ne? Ah ja, genau. Läufer schlägt D3, Springer D3, dann Springer F5. Schach. Wenn er schlägt, selbst wenn er nicht schlägt, König G8, egal, mache ich Dame D4, droht mal auf G7. Er wird also irgendwie schlagen. Dann mache ich Dame D4 Schach, Dame F6, Dame D3. Dann hat er diesen Doppelbauer. Der König ist offen, kriegt den Turm dahinter. Und ich glaube, mein D-Bauer hat eine gewisse Gewichtung. Ist noch nichts entschieden, aber das sieht gut aus. Ja, wenn man eine gute Variante gefunden hat, ja, komm, da muss man auch mitgehen. Könnte auch über G3 das Schach geben, dann hat er keine Zeit für Dame F6. Das ist sogar noch schlauer. Bin ich. A8, dann schlage ich auf D3. Ja, und dann muss er erst danach noch Dame F6 spielen. Dann habe ich nämlich aber schon D6. Turm D8, D7. Dame E7, Turm C7. Ah, das. Gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Gefühlt ist dieser Bauer natürlich im Augenblick weiter vor und deswegen auch gefährlicher. Deswegen, also als diese 2 zu 1 am Damenflügel, ne? Natürlich, ich muss irgendwie vorwärts kommen und er wird die auch noch irgendwann nutzen zum Ablenken und so weiter. Schauen wir mal.
der Bauer hier so weit vorne steht, ja. Vielleicht geht dann ja auch mal mit Turm C8 diese Motive, dass der König auf der Grundreihe klebt und noch irgendwo erst ein Tempo verlieren muss. Ja, ist alles nicht so ganz einfach für ihn. Schätze ich. Ja, aber wie immer gilt, ne, ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Das sind alles nur meine Gedanken während der Partie. So, jetzt gebe ich diese Schach hier. Ne? Das gefällt mir noch viel besser. So, noch kein Grund zu Primoven. Ich meine, könnte natürlich, weil ich habe ja gar keine Alternative, außer Springer schlagen. Vielleicht kommt er auf die Idee, Turm G8, dann kann ich hier einen schönen Schach geben. Müsste er F6 spielen, dann ist die siebte Reihe offen. Der ist besser mit Angriff auf den Turm. Ja, ja. So, was tun uns fragt so ist. Muss natürlich die Grundreihe so ein bisschen im Auge haben. Turm G1 wäre klar. Und Turm G8, da muss ich. Obwohl, ich will nicht G3 spielen, weil er diesen Bauern auflösen kann. Das will ich eigentlich, wenn es irgendwie geht, verhindern. Vielleicht muss ich auf Turm G8 Dame F3 spielen. Decke ich ja immerhin diesen Turm mit. Ja, und dann müssen wir dem mal die Turnschuhe anziehen, ne? Komm, hinter den Freibauern. Ja. Das. Aber ne, jetzt haben wir halt wenig Zeit am Ende des Tages und die Stellung ist ja immer noch kompliziert. Und deswegen versuche ich ja durch viel Spielen möglichst viel Zeit auf der Uhr überzuhalten, um in diesen Situationen eben entsprechend ein bisschen nachdenken zu können. Ja, und die 10 Sekunden Aufschlag tun natürlich auch noch ihr Übriges. Ja, er muss auch immer ständig mit Schachs und so rechnen, ne? Ist natürlich auch alles nicht ganz so einfach für ihn. Ja, aber jetzt hilft alles nichts. Der Kamerad muss erstmal voran, um die gegnerischen Figuren zu binden. So. Jetzt kann ich doch hier. Oh, der stellt doch schon. Stellt er schon mal ein? Freunde, Dame C3. König G8. Dame C8. Man geht so gerade noch, ne? Aber König G8, Dame E5. Ich decke ja den. Er kann ruhig Dame D8 spielen, aber dann habe ich den D6 gedeckt. Danach mache ich ein Luftloch und so. Der F5 hängt vielleicht mal.
Ja. Das gönnen wir uns, komm. Wow, F6 stellt halt nicht den Turm ein. Mein Turm ist nicht angegriffen. Einer schon. Eieiei, da hat er einen zu schnell gemacht. Okay, gehen wir ins Analysebrett. Okay, gucken wir uns erstmal die Partie an. Erstmal die Theorie. Ja, soweit so klar. So, dieses Tausch auf D4 kann man natürlich spielen, ist aber definitiv nicht der Hauptzug. Ja, man lässt diese Spannung im Regelfall, versucht man die aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel, indem man die Dame wegzieht und Turm D8 noch spielt und sowas. Ne? Da gibt es auch wieder Berge von Theorie. Zum Beispiel ist jetzt die C-Linie offen und das ganze System mit Dame C7 funktioniert hier nicht so richtig, weil ich hier immer schon die C-Linie aufhabe und so. Ne? Deswegen hier Dame C7, nur um mal eben ein Beispiel zu nennen, ist die C-Linie halt nicht geöffnet. Und hier ist noch alles in Ordnung. So, Tausch, Tausch, Läufer D7, ist in Ordnung. Ja, Turm B1 ist auf jeden Fall ein Plan. Man hier versucht, B6 zu erzwingen, um diese Schwäche auf den weißen Feldern so ein bisschen zu provozieren. Aber Turm C1, Dame D2 auch relativ normale Züge. Computer sagt fragwürdig wegen Dame A5. Okay. Okay, ja. Er will die Dame nicht tauschen. Um halt diesen dynamischen Faktor gegen den König noch zu haben. Ja, wir haben gesehen, wofür der gut sein kann. Vielleicht ist tatsächlich Dame D2 nicht ganz optimal. So, ich sehe hier eine Partie von einem guten Spieler, der Wladimir Kramnik hat so schon gespielt, der Korobow hat so gespielt, der Stefan Bromberger hat so gespielt. Ja. Okay. Dame D2 vielleicht ungenau wegen Dame A5, aber nach E6, denke ich, sollte es gut sein. Ne? Computer will wieder Turm AC1 spielen. Warum will er hier Turm A1 spielen, wenn dann Dame A5 kommt? Achso, da habe ich noch Turm C3, um den Damentausch zu vermeiden. Okay, sieht gekünstelt aus, aber immerhin, ja, der Schwenk wird vorbereitet, die Verdopplung wird vorbereitet. Okay, ja, vielleicht. Aber Lauf A6 kann jetzt auch nicht so falsch sein, ne? Ausnehmen. Ja, und mein C4 ist natürlich latent ungedeckt. Ne? Deswegen decke ich den. Den weg. Der Tausch. Ihr seht, ist alles nichts Dramatisches, aber sind typische Stellungsbilder, die sich entstehen. Ich habe das Feld C4 unter Kontrolle. Und B6 ist tatsächlich eine Ungenauigkeit. Aber Freunde, hier will der Computer H4 sofort wirklich sehen. Den ich auch die ganze Zeit im Auge hatte und als Idee. Warum? Er kann den nehmen, aber dann komme ich hier oben auf die siebte Reihe. Und auf die siebte, oh. Der A7 hängt zur Not und im Zweifel. Dann ist so dieser schöne Endspielvorteil, den sich Schwarz erhofft, weg. Oh, das Motiv muss ich mir mal merken, dass ich H4 spielen kann, wenn ich auf C7 eindringen kann. Okay. Dame F4. Ist aber auch okay. Und jetzt C6. So, jetzt auf Dame B8 bin ich mal gespannt. Okay, E5 ist eine Option, die ist auch besser für Weiß. Gucken uns die mal eben zuerst an. Der geht gar nicht. Warum geht der gar nicht? Aber wegen Turm C7 wahrscheinlich. Ach, die Dame hängt. Ups. Oh Gott. Ich und Taktik. Uhu. Ja, dann geht Dame B8 ja auch gar nicht. Also E5. Jetzt drohe ich hier das Schach.
muss er wieder zurückgehen. Dann habe ich ja zumindest ein, zwei Tempi gewonnen. Dame G3 ist hier ein typischer Zug, um dem Springer das Feld hier frei zu machen, um den mal zu drohen, den zu unterstützen. Auf G6 das Opfer droht. Ja? Zum Beispiel so. Jetzt droht hier schon kräftig mächtig. Ja, ja. Nehmen wir erstmal den mit. Oh, der Computer ist aber eisenhart. Was hat er vor? König H2? Und dann Turm H1? Geil. Okay. Ja, ist auf jeden Fall gut, ne? Aber nach Springer C6. Boah, mit D5 sagt er, das war nichts. Wow. Das ist tatsächlich überraschend für mich. Weil ich dachte, dieser Bauer hier, der will ja auch in Wallung kommen, ne? Aber tatsächlich so Züge wie H4, H5 Ideen sind, ist hier eine Plan. Oder die Dame schön hier reinstellen. Jetzt kriegt er seinen Knubbel nicht entknubbelt. Er kann nur so spielen, was den Turm hier natürlich so ein bisschen, ne, einsperrt. Und Turm C6 geht hier schon. Ja, das sieht aber, oh. Da verliert er aber auch deutlich Zeit. Ja, wahrscheinlich kann ich jetzt schon wieder mit H4 und so überlegen. Turm C7 ist jetzt schon auch so eine Idee. Ja, ja. Oh, das wäre wahrscheinlich objektiv besser gewesen. Okay, wollen wir mal gucken, warum D5 nicht gut war. Tausch. Also, Springer, genau. So. D5, okay, er kann hier noch ein Tempo gewinnen. Ja, so. Und jetzt kann ich. Ich kann doch hier hingehen. Aber jetzt kriegt er seine Bauern so ein bisschen mit Tempo in Wallung. Das ist tatsächlich so ein ganz kleines bisschen. Kommt auf den. So zurück. Ja, aber dann haben wir eine ausgeglichene Stellung. Ja? Und ich versuche auf den hier zu setzen und er steht schon bereit fürs Losrennen. Ne? Von daher, ja. Von daher ist Läufer F5 tatsächlich. Er greift den hier an, hat das Feld hier im Auge und trotzdem ist er nicht gut. Aber warum? Ich habe den gespielt. Der Computer will den. Wo ist der Unterschied? Wenn er jetzt den spielt. Achso, ja, jetzt stellt er ja die ganze Figur ein, weil ich das Schach habe. Natürlich. Okay, er muss also jetzt hier irgendwie wegziehen. Damit D2, decke ich den mit, greife ich den an. Sagen wir mal, er deckt den. Ah, jetzt kriege ich hier noch ein Tempo. Damit E4, das Feld F6. Au, oh, ja. Jetzt bin ich schwarzfelderig gut unterwegs. Oh, schön, schön. Das wäre besser gewesen. Ja, 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 ja. Eieieiei. Ja, der Springer A6 steht auch am Rande. Ja. Ah. Okay, aber der ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Er sollte den spielen. So. Damentausch will ich eigentlich nicht bei dem König. Aber jetzt ist der Bauer natürlich blockiert, ja. Habe ich es nicht mehr ganz so einfach, den vorzurücken.
Und A3, dann habe ich hier auch kein sicheres Rückzugsfeld mehr. Ja, Computer dachte ist gut für mich, aber das würde ich aus menschlicher Sicht echt noch als deutlich schwerer empfinden. Ja, okay. Ring dahin. Ja, F5, ja, einziger Zug, der den Vorteil hält. Alles andere ist natürlich wegen Qualitätsverlust sonst schlecht. Aber den hatte ich auch vorher gesehen. Wenn er jetzt hier zum Beispiel mit dem König zieht, ja, dann damit die 4 hatte ich gedacht. Ja, geht auch. Sehr gut. Und der offene König, Bauernstruktur, das ist sicherlich ein kleiner Vorteil in Verbindung mit diesem schnellen, aktiven Freibauern hier. Ja, sehr gut. Und zack, Schach. Dame G3 ist auch deutlich besser, ja, wegen dem Tempo. Aber ihr seht, so super klar ist das alles noch nicht. Dame F6, ja. Ich denke auch, dass die Kontrolle über diese Diagonale wahrscheinlich wichtiger ist, als irgendwie mal kurzfristig einen Mattangriff starten. Da, dass der kommt. D7. So. Turm D1 würde ich den hier zuverlässig decken. Habe aber auch beide Figuren gebunden. Ne? Turm C7 geht nicht wegen Grundreihe. Okay, Computer will noch eben diesen Zug einschieben. Warum auch immer. So. Jetzt kann ich den nicht nehmen wegen Dame C8. Das sehe ich ein. Wenn der rankommt. Kann ich Turm mehr einspielen? Das wird wahrscheinlich die Hauptidee sein, dass jetzt hier der geht. Ja, ja. Ist ja vielleicht doch der hier noch besser. Eieiei. So, aber da haben, ne, das ist so eine typische Situation. Jetzt macht er Gegenangriff. Und dann greift er den wieder an, den hier. Und auf Turm D1, Dame E2, wäre wieder Remis, ne? Also Zugwiederholung. Muss ich also so spielen, um die Zugwiederholung zu vermeiden. Ja, und dann ist immer noch alles drin, ja? Ganz, gar keine Frage. Okay, Dame G5. Und D1 ungenau. Hinter den Freibauern will ich. Warum ist der ungenau? Turm R1 hat wahrscheinlich mit diesen D6, D7 und Turm R8 Motiven zu tun. Aber aus menschlicher Sicht, hier steht der Turm gedeckt, der steht hinter den Freibauern. Ja, und ich stehe ja auch immer noch deutlich besser. Von daher, okay. Jetzt kommt der Bauer in Wallung. Der wird blockiert. Schach habe ich gesehen. Ja, und F6 stellt die Partie ein. Ja. Den. Und Dame E5, genau den hatte ich gesehen und geplant. Droht der. Und wenn er jetzt hier zurückgeht, um das Schach abzuwehren, der D6 ist gedeckt. Und jetzt komme ich mit H4, mit der Idee H5 und H6. Und dann drohen hier schon wieder schöne Mats und so. Und der König ist und bleibt einfach unfassbar unsicher. Ja, auch solche Mats. Nö, weil hier sind irgendwann drin. Also hier stehe ich, glaube ich, deutlich besser. Und 6,6 ist auch okay. Ja. Aber F6 fällt die Partie ein. Ja. Ja, Grünfeld, das war so eine sehr, sehr typische Grünfeldpartie, wo beide Seiten, ja, ihre Ideen haben und weiß, ein bisschen flexibel bleiben muss, ob er mit dem D-Bauern spielt, ob er auf Königsangriff spielt. Ein bisschen Misch von beidem mal. Ja. Deswegen finde ich die Öffnung sehr, sehr spannend. Alles klar, Freunde. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal.